So, und da sind wir wieder. Ja, wir wollten jetzt erstmal zu Taylor gehen. Dann noch zu einer Agentin, wo ich immer noch nicht weiß, wer das ist. Und dann wollten wir uns noch den Tank angucken. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Der Yeoman sagte, Sie wollten mich sprechen. Worum geht es, Jacob? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback, das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Möchten Sie, dass wir uns das Wrack mal ansehen und feststellen, ob es echt ist? Wenn die Koordinaten nicht zu weit ab von unserem Kurs liegen, könnte man zumindest das Wrack überprüfen. Und wer weiß, vielleicht ist dort ja wirklich noch jemand am Leben. Ich möchte außerdem erwähnen, dass ich normalerweise nicht so einfach nach SOS-Signalen suche. Es wurde über die Cerberus-Filter meinem persönlichen Log zugestellt. Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Ja, und zwischendurch ist mir auch jetzt wieder eingefallen, wer Chambers ist. Das ist nämlich die gute Dame auf der Krankenschwester. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Schon wieder? Ja, schaue ich mir dann an. Auf der Krankenstation, meinte ich natürlich. Ja, und da schauen wir jetzt gleich mal vorbei. Ich schätze, diese Folge wird etwas textlastig. Das heißt, wenn euch die Story wahrscheinlich nicht so ganz so interessiert, dann wäre es zwar schön, wenn ihr trotzdem weiter guckt. Aber dann denke ich, wäre nächste Woche wieder spannender für euch. Weil ich weiß jetzt noch nicht, beziehungsweise eher nächste Woche. Was soll ich sagen? Das wird heute wahrscheinlich eher textlastiger. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandie. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ach nee, das war die ja gar nicht. Wer ist denn das dann? Aber ja, wir besorgen. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Wer ist denn das dann? Oh, Leute. Ich bin mir gerade... Waren Sie nicht ursprünglich auf... Ich gehe jetzt erstmal noch schnell zu Garrus. Das wollten wir auch noch machen. Ach so, vielleicht Jack? Kann das sein? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Hallo. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Nie will der mit uns reden. Der ist so gemein. Der mag uns nicht. Nee, ich gehe dann jetzt nochmal bei Jack schauen, aber zuerst gehen wir jetzt mal unseren Tank untersuchen. Weil das andere ist ja Miranda. Die heißt doch nicht... Ich probiere es einfach mal. Ich weiß es nämlich gerade echt nicht. Shepard. Ja. Ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend.
Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Wie hat Ihr Vater das aufgenommen? Er war alles andere als erfreut. Mehrere seiner Sicherheitswachen wurden dabei verletzt. Er ist klug genug, mir nicht nachzustellen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Und warum erzählen Sie mir diese Familiengeschichte? Die Leute meines Vaters suchen seit Jahren nach meiner Schwester. Ich glaube, dass sie jetzt auf Ilium gefunden haben. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Alles klar. So, da haben wir noch eine Mission. Und jetzt gehen wir endlich zu unserem Tanker, weil da wurde ja irgendwie was Lebendes entdeckt. Ich muss bloß mal kurz gucken, wo ich da lang muss. Ist das hier irgendwo? Nee. Woman's Restroom. Das Steuerbord-Beobachtungsdeck ist geschlossen, bis es gebraucht wird. Ja. Dann ist es vielleicht noch einen weiter runter. Ich weiß es gar nicht. Nee, ich will doch nicht ins Männerklo. Krieg wieder Ärger von der Edie. Die mag das nicht so. Dann fahren wir einfach nochmal ins runter. Und schauen, ob wir den guten jetzt finden. Den guten Tanklaster. So. Das sind wir auch schon. Da ist offen. Da ist zu. Da gehen wir mal da lang. Creepy. Ach, gefunden. Ja. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Krogana. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Das dachte ich mir schon, deswegen brauche ich auch gar nicht fragen, ob er gefährlich ist. Das kann sie ja nicht wissen. Tja, was machen wir jetzt? Ich denke, wir öffnen mal den Tank. Es kann zwar gefährlich sein, aber mal schauen. Bereit halten. Ich öffne den Tank und lasse ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Sehr nett. Tja, mal schauen, ne? Was jetzt abgeht hier. Spannung. Sei nicht böse. Sei lieb zu mir. Übertreib mal nicht. Hallo. Mensch. Weiblich. Oh, bevor sie sterben, brauche ich einen Namen. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, sie entspannen sich. Nicht ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank, O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt,
Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen Okir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie ihnen leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für Okirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde. Kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker. Wenn Sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich Sie töten. Unsere Feinde sind Ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen Sie kämpfen zu lassen. Also ich muss sagen, irgendwie finde ich ihn ja voll knuffig. Ich weiß, der sagt das wahrscheinlich irgendwie bescheuert, ist die denn, aber... Irgendwie ist er süß, ne? Aber guck mal, der ist genauso groß wie wir, ne? Der ist jetzt nicht größer oder so. Mal gucken, ob er uns noch was zu sagen hat. Shepard. Achso, übrigens, ich wäre jetzt total gespannt gewesen, wenn man jetzt die negative Antwort genommen hätte, was dann passiert wäre. Ob er uns umgebracht hätte oder ob es dann genauso geendet hätte. Fände ich echt interessant. Aber konnten wir leider nicht ausprobieren, war ja auch dunkel gefärbt. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Das ist vorerst alles. Shepard. Ja, schön. Gut, dann haben wir jetzt den Tank geöffnet. War wahrscheinlich die richtige Entscheidung. Wir hätten ihn ja auch zulassen können. Achso, nee. Fahrstuhl, ne? Fahrstuhl ist das, ja. Ich bin schon ganz durcheinander. Da fahren wir mal wieder hoch und suchen uns eine neue Mission aus. Beziehungsweise könnten wir nochmal schnell die Dossiers anschauen. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Darf ich wieder meine Lesekunst unter Beweis stellen? Verschlüsselte Transmission. Der Unbekannte, Shepard. Wie ich sehe, haben Sie Okirs Kroganer aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben die... Was? Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sich sicher sind, dass er ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand. Ja, ich denke nicht, dass das der Fall wird. Schien mir jetzt eigentlich ganz okay. Aber ne, wir hatten die Nachricht doch schon vor uns. Woher wusste er dann, dass wir den Tank öffnen? Komisch. Ja, egal. Schauen wir mal schnell. Hier gehen wir mal raus. Wo unsere nächste Mission uns hinführt. Wir hätten ja mal vorher gucken können. Ich bin auch ein bisschen blöd. Tagebuch. So, Aufträge sind das ja. Normandy. Besondere Zutaten, das heißt Eisprung, FBE-Kupplung. Nee, das meinte ich nicht. Ach, gehört es dann richtig zu einer Mission? Machen wir erst Jacob. So. Nach Aiea. Fliegen Sie nach Aiea im Alpha Draconis-System, die sich im Rosettennebel... Rosettennebel. Den gibt es übrigens wirklich. Hatte ich in Astronomie mal. Ich habe das System schon wieder vergessen, aber ich hoffe, wir finden es trotzdem. So. Eigentlich wird es ja auch immer angezeigt. Rosettennebel da hinten. Hallo? Ah, hier ist es. So. Mal schauen, was da auf uns wartet. Jacob helfen da lang. Ich hoffe, wir haben genug Treibstoff. Wenn nicht, aber Pech, würde ich sagen. Nee. So, und da sind wir auch schon. Hier sind wir.
Anomalie geortet. Ach so, Anomalie geortet. Na dann, MSV Jugendsberg. Registrierungsnummer BW46100340870. Sonde unterwegs. Das wird es schon sein. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Ja, dann nehmen wir Jacob natürlich mit. Und ich würde sagen, wir nehmen noch Jack mit. Einfach, weil ich mal wieder Lust habe, die mitzunehmen. Weil Grant ist mir jetzt noch ein bisschen zu... mal gucken. So kann ich noch nicht einschätzen, deswegen... Ich meine, gut, Jack kann man auch nicht einschätzen. Jack kann man auch nicht einschätzen, aber... Ja, ist ja auch Rille eigentlich, ne? Energieentzug, na, braucht man nicht. Zwei Punkte, die heben wir uns lieber auf. So, der hat jetzt auch noch zwei. Und bei dir, was machen wir da? Schockwelle ziehen. Ziehen ist, glaube ich, cooler. So. Da sind wir damit auch fertig. Die Bewaffnung lassen wir so. Ja. Obwohl. Ja. Haben wir da noch was anderes? Ich verstehe da immer den Unterschied. Ja, egal. Man könnte es ja auch durchlesen. Ich weiß, aber na gut. Schön. Keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Ja, an dieser Stelle danke für den Hinweis, Edi. Und wir machen hier einen Cut, denn es soll ja ein bisschen spannend bleiben, ob wir Jacobs Vater finden, beziehungsweise auf was und wen wir noch alles treffen. Das erfahrt ihr nämlich dann erst das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 2. Bis dann, tschüss!